Was machst du? Ja, Junge, bleib, komm her. Dafür ist es nicht gedacht. Warte, was sonst? Sag mir mal, wo du den Schmuck gekauft hast. Hä? Sag doch mal. Guck mal, wie ihr das gefällt, Alter. Was? Nein. Guck mal, wie ihr das gefällt. Trägst du das auch im Dings, im Urlaub? Wie im Urlaub? Nicht im Urlaub, da, wo du jetzt hinfliegst. Nein, das ist einfach nur so Schmuck. Heute. Einfach so. Ja? Wo hast du es gekauft? Sag mal. Im SM-Shop. Ja, also bleib. Aber ich hab's nicht für das geholt, sondern ich hab's damals für Dings Amerika geholt, wegen diesem Contest, wer beste Dessous hat. Merkt ihr, wie viel sie redet? Tut das weh, wenn man zieht hier? Nein. Nee, ne? Ist schon geil, oder? Nein. Ja, guck dir das mal. Sag nochmal, das ist nicht geil. Das ist nicht geil. Das ist ein geiles Meme. Er guckt auf die Uhr und da steht Zeit zum Jaxen. Geil, oder? Ha! Ja, die Brille steht dir, ne? Muss man sagen. Sieht wirklich gut aus. Ich schwöre, das ist eigentlich ein normales Kleid, aber von der Seite sieht es so aus, als wäre man schwanger, weil das hier so abgeht. Oha, krass, Mann. Aber es kann auch, eigentlich ist flach, aber es kann auch so sein. Geilste Freundschaft, aber traumhafte Beziehung. Dankeschön, Brettisch. Das ist ein Schwangerschaftskleid. Auf Ernst? Ja. Auf Ernst ist das ein Schwangerschaftskleid? Nein, aber es ist für Schwangere auch gedacht, ja. Also es kann auch für Schwangere genutzt werden. Oh, ernsthaft? Mhm. Oder hör mal auf, das Kraft der Anziehung, am Ende ist es schwanger bleibt. Komm, wir gehen raus, Junge. Ich habe noch auf den richtigen Moment gewartet, Leute. Halt's Maul, Alter. Meine dicke Uhr klatscht mir gegen Zeig die mal. Gäste. Was ist das? Rolex, was ist das? Also hast du eine Fake-Rolex jetzt, das oder? Das ist eine echte und die kennst du schon seit Jahren. Echt jetzt? Ja. Seit Jahren? So lange kennen wir uns gar nicht, Digga. Natürlich, wir kennen uns locker seit 2 Jahren. Zeig mir, die ist doch nicht echt. Woher hast du eine Rolex? Ist die echt. Seit wann? Die ist sehr schön. Nur blöd, haben die ein bisschen Stahl reingebaut. Ich hab die seit einem Jahr oder einem halben Jahr. Ja? Aber falsch rum bleibt. Ja, okay, aber. Liest du bleibt so die Uhrzeit, oder was? Ich hab die einfach schnell angezogen. Die hat 9.800 oder so. Wie viel? Die ist von 1987, glaube ich. Das hat wie viel? 10.000 hat die gekostet. Ja. Als ob bleibt. Ja, so sieht der Kudamm aus. Aber da hinten erst, eigentlich beginnt so, die Richtung. Ich muss links nehmen. Ja? Ist krass, ne? Man gewöhnt sich immer auf eine Seite. Da hinten sind die ganzen Gucci, Huyuchi und so. Hier sind auch ein paar, ne? Aber hier sind weniger. Ja, da kommen die erst später. Was? Ich bin dazu richtig auf Assi heute hier. Mit Nike-Socken und diesen. Ja, ist die Springerstiefel. Ja. Sind das was? Das ist richtig gut für in die Eier treten, weil die Nieten dran sind. Echt, ja? Ich bin heute allein unterwegs und muss ich Nietenschuhe anziehen. Voll hässlich. Du passt auf jeden Fall zum Kudamm, muss ich sagen. Ich passe auch zum Kudamm. Ja, wir beide passen zum Kudamm. Mit Pocholetten. Ich werde Mykonos die ganze Zeit mit deinen Pocholetten langlaufen. Ja? Was für eine Ehrenfrau, Junge. Gib. Sollen wir was? Faust. Boah. Die gibt schon richtig Faust, dass sie das gesehen hat. Ey, darf ich kurz mal was erzählen, ja? Was denn? Ich werde eine scheiß Challenge machen, eine richtig geile Challenge. Richtig. Und da sind ja die hübschesten, geilsten Weiber am Start in Mykonos. Und wir werden eine Challenge machen, die ihr sonst nur von Typen kennt. Und zwar werde ich die übernehmen. Die Challenge wird heißen Slap or Kiss. Das heißt, ich gehe zu den Mädels, stell die euch kurz vor und frag die dann, ob die mich slappen wollen oder ob die mir einen Kuss geben wollen. Und dann gucken wir, wer von denen mir eine Klatsche gibt und wer von denen mir einen Kuss gibt auf den Mund. Bin geil. Ich übergespannt. Und das machen wir im Livestream. Und mir schickst du die Videos zu, wie ihr das nackt macht. Nee, die Leute geil, schicken die Videos. Danke. Mies geil, ne? Geil, oder? Wie Limousine fahren. Ich würde niemals eine Hochzeit da feiern. Oder wie nennt man das? Trauzeug. Junggesellenabschied, Bruder, Alter. Was für Hochzeit, Junge. Hochzeit im Bus, Blatt. Siehst du, wie die abgehen? Komm, lass einsteigen. Ich war da gestern das erste Mal im Swingerclub. Aber ich habe nicht gebankt, erzählt. Ich habe nur wegen Dings Dreh geguckt. Er hat gesagt, ja, da waren so zwei, die waren so richtig hot und so. Aber Dings, die haben sich wegen mir gestritten und so. Hat was für Gelaber? Natürlich. Dann doch nicht im Swingerclub, oder? Ich nehme nur die Puzzleteile, die ich will, okay? Hast du mich verstanden? Haben sie jetzt in Italien, nein, nicht Italien, wo warst Italien, du? Die beiden. Wo warst du bleib? In der Türkei oder in Deutschland? Guck mal, die sehen Elena machen direkt Laden zu, Alter. Gerade direkt runtergegangen bleiben. Hallo, wenn ich will, kaufe ich das leer.
Also erzähl mir hier mal nicht. Dankeschön, wurde zum Brat am Bratischka, dankeschön. Ich dachte, das ist Leonie und so, ne? Ich hab voll... Guck doch kurz her! Ne, ich hab gedacht, das ist Leonie, mit der wir den Song gehabt haben. Was denn? Bist du eifersüchtig? Ich bin doch nicht eifersüchtig. Chill doch mal. Ich find's so witzig, dass du, egal welche Blonde du siehst, dann ist es entweder Elena oder Leonie. Ja, stimmt. Ich hab Leonie auch Elena genannt. Aber gut, wie ihr Dings, gut, wie du abgeblockt hast, als die Typen euch angemacht haben. Ja, klar. Aber nach dem Stream hast du direkt Nummer gegeben, ne? Alter, was zu reden? Ich höre, du. Spaß, chill doch mal. Da kommt wieder TikTok-Clip, Slavik ist eifersüchtig, vielleicht. Also hier ist, wir sind schon hier, das ist jetzt so Haupt fast Kudamm, weiter hinten ist Dings KDW. Und hier, ich glaube, nee, hier ein bisschen weiter, noch eins weiter. Da habe ich damals immer meine Fashion-Bilder gemacht. Wo, hier? Ja, bleibt, wie jedes 13-jährige Mädchen bleibt. So, in Instagram. Halt, so was? So, dann sieht man doch den Jaro, Dicker. So, ne? Das typische bleibt Instagram-Bild von jenen. Ja, was noch? Ja. Das, ich schwöre, das ist ein richtig typisches Bild von jeder 13-Jährigen, bleibt am Kudamm. Weil, erklär mir mal das Prinzip, nee, eigentlich stimmt nicht mal von 13, auch von 16, 20, 30. Ja. Was ist denn das Prinzip, bleibt neben Louis Vuitton ein Foto zu machen? Nee, das geht um diese schöne Wand. Nee, aber manche machen doch so einfach direkt fett steht Louis, also, ja, sowas und ja, neben dran. Das habe ich nie gemacht. Aber wo ist der Sinn? Aber wo ist der Sinn? Der Sinn ist, dass du zeigst, dass du zu Louis Vuitton gehst. Keine Ahnung, Mann. Ja, Audi ist hier. Irgendwie Audi bleibt oder so. Pro Audi. Ich glaube, das ist die längste Straße, die in Deutschland so die längste teure Einkaufsstraße, oder? Ja. In München gibt es ja Maximilianstraße, aber die ist nicht so lang. In München, dann gibt es aber auch noch Köln. Kö oder so. Ne, die Kö ist in Düsseldorf, Junge. Ja? Die ist aber auch nicht so lang. So. Köln bleibt warum die Kö. Wegen K oder was? Ja, KÖ ist Abkürzung für Köln oder nicht? Macht gar keinen Sinn. Oder du kackst dir gleich in die Hose, hör mal auf. Und das wäre dann was? Was? Schmeiß ich dich da hin? Ja, zeig mal wie. Ohne mich zu schmeißen. Das schlägt große Worte wie jeder Deutschrapper. Boah, pass auf, hör auf deinen Rücken, Junge. Hast du gesehen? Du bist geschwitzt direkt wie im Dings, Alter. Das ist auch schwer, aber es funktioniert. Ja. Also. Wo hast du das gelernt? Und dann kann ich noch. Alter, meine Eier gequetscht, Digga. So. Schon fast eine Halbplatte bekommen, Alter, wie so an der Eichel gerieben bleibt. So. Was so? Dann kann ich auch so machen. Schön, Mutter, Alter. Das war ja. Komm, ich zeig dir das nochmal bei deinem MMA-Ding. Da war. Shit, Alter, guck mal, mein Ding sogar. Mein Dings Hose ist direkt aufgegangen. Also, oh, was war das denn für eine Übung, Alter? Du hast mir die. Was war das denn? Du lässt es einfach aufplatzen. Shit, Bruder. Oh, shit, Digga. Shit, Alter. Ich sehe den Clip, Elena ist schwanger von Slavik, Digga. Und drunter wieder alles Promo, alles Fake. Was? Bruder, das Kind ist so groß wie du. Was denn? Aber wenn der so eine Assi-Tasche hat, dann fehlt ihm so ein kleiner Dingsbart. Wie heißt das denn? So ein flauschiger, wie ich hatte, ja, bleibt mit zwei. Ohrring. Ohrring oder um Ohrring? Bleibt. Und bei mir ist schon direkt Bauchnabel pissig. Warum? Warte mal, was ist das denn für ein Laden? Ey, weißt du, wie lange ich nicht mehr so am Kudamm spazieren war? Ah. Der Bruder schreit einfach Ha aus dem Auto. Ehrenmann. Mach mal Ha richtig laut. Mach mal, jetzt, komm. Ja, cool. Hallo. Der dachte, du willst ins Restaurant kommen. Ja, schnell weiter laufen. Hä? Hallo, ey, mein Freund. Was geht, was geht? Ein Foto machen. Komm, Bratan, komm. Irgendwann liegst du die Chatverläufe, oder? Ja, klar. Ist nichts Schlimmes, Chat. Die paar Bilder, die ich von dir da habe und Videos. Ja, und von dir. Was? Ja. Meinem überdimensionalen Jaro. Über Mikrokleinen. Weißt du schon? Was? Weißt du schon, hier, da müssen wir jetzt. Ich hol gleich die Leine raus. Mach mal nochmal. Nein. Mach mal nochmal. Mach doch mal ein bisschen cringe, komm, wir bauen das. Mach mal nachtig. Lauter. Nein. Lauter Wuff. Ich will lauteres Wuff. Richtig laut. Was? Stell dir vor, jetzt anderer Hund da.
Dann fange ich nur an mit dem Spaß zu reden. Dir gefällt das ein bisschen, Chat. Da sind die. Was? Shit, Alter, aus Ballermann importiert. Was hatte ich viele? Junggesellenabschiede. Ich hatte viele Junggesellen. Nee, ich hatte noch nie, ich war nicht verheiratet. Warst du mal verheiratet? Nein? Ich bin Spaß. Stell dir vor. Wenn du verheiratet? Ja. Was soll ich mir vorstellen? Oh shit. Was geht, Bruder? Ich würde den Runden da nehmen. Ring meinst du? Ja. Welchen Runden? Den Runden mit dem Stein da, mit dem ganz. Ganz rechts Stein. Oder was? Ja, ganz rechts. Warte, ich kann vielleicht kurz Foto machen. Ja, Bratura, komm. Kannst du mir den Ring hier bezahlen, Bruder? Können wir gerne machen. Komm, doch, Ehrenmann, Alter. Frag mal, mach mal, Bruder. Komm mal, mach Fokus Foto, Jan. So, was für ein Ring? Den würdest du nehmen, ja? Den rechten, genau. Für 10.000 bleibt. Ja. Okay, Chat, aber Donations für 10.000 brauchen wir bleibt. Aber der ist auch schön, der für 3.200. Der mit Steinchen. Der zweite von links. Der ist auch schön. So einen habe ich meiner Ex-Freundin damals gekauft. Echt? Aber nee, nicht. Aber nicht original. Das war irgendwo bleibt, keine Ahnung wo. Das war so Schmuck. Meinst, denkst du, ich würde das erkennen? Ja. Was? Nee. Du bleibst, du würdest gar nichts erkennen, Junge. Oh, shit. Oh mein Gott. Krass, Dicker. Der Bro einfach bleibt. Skateboard hier. Verrückt geworden. Habt ihr eine Galerie? Geil, macht ihr selber? Aber nicht selber gemalt. Doch, wir sind Künstler von aus Düsseldorf. Dürfen wir reinkommen? Ja, ihr könnt. Dürfen wir filmen? Ja. Ja, schon, ja. Ist okay, ja? Willst du noch. Hast du was? Willst du was essen? Nein? Nimm ein Stück. Für wie viel würdest du kurz dran lecken? Boah, komm. Für den Ring. Für den Ring würdest du dran lecken? Shit, 3000 Euro, Digga. Für den Ring würdest du dran lecken? Nee, da musst du schon die aufessen. Was denn? Schade ist so eine Kinderin. Hä? Ich würde kurz dran lecken für 3000 Euro nicht mehr. Nur an dieser Banane, ja? Ja, nur an dieser Banane. Nee, dann nicht, wenn's noch. Der andere kostet 10 Millionen. Oha, Dicker. Was interpretieren wir hier rein? Die Frau? Guck mal, ist richtig, wie ein richtiges Date, ne? Im Museum. Slavik und Elna im Museum, Dicker. Ist so. Ja, komm, interpretieren. Also, wir interpretieren hier. Du kannst es selber bezeichnen, ne? Muss man an der Stelle sagen, ne? Wahrscheinlich, weil sie zu Hause ist und sehr traurig darüber ist, dass ihr Mann nicht mehr ist. Geil, gehen wir zum nächsten Bild. Was haben wir hier? Hier sehen wir ganz klar Meer und Strand und den Sonnenuntergang. Ja. Genau. Ist auch Drogen, Digga. Was ist das? Und, ich glaube, kannst du mal zusammenbauen wieder, das Bild. Hier ist ein V. Ein was? Ein V. Und ein Mensch, der den V umarmt. Aha. Ja. Hier sehen wir dein Alter, 26. Mein Alter? Ja. Wie süß, komm, wie die mir Komplimente machen. Ich werde bald 31 stellen. Und hier sehen wir Dinan. Wen? Dinan. Wie? Dinan. Was ist Dinan? Das ist vom Horrorfilm, Leute checken. Dinan? Soll ich dir zeigen, was Dinan ist? Da, Scheiße, das darf man ja nicht zeigen, ne? Hier die Tippen. Nee, aha, krass. Ja, man sieht. Geil, danke schön, dass wir hier reinkommen. Wie heißt ihr? Vielleicht wir können Werbung ein bisschen für euch machen. So heißt ihr, oder was? Das ist der Name der Ausstellung. Ja. Und also der Space heißt hier CTTA, also Closer Than They Appear, ist dann der Titel. Findet ihr auf Instagram. Ja, kommt gerne vorbei. Am 30. ist dann die Finissage, also das Closing. Was ist am 30.? Ja, das Closing, also das Closing-Event mit einer Performance noch. Und was für Performance? Macht jemand Breakdance da drin, oder? Nee, so eine Choreografie, Tanzchoreografie, sowas. Aha. Genau. Ja, geil. Ey, Dicker, viel Spaß euch. Okay, und ja. Closer Than a Beer, checkt ab. Gibt auch ein paar Tittenbilder hier drin, aber die durfte ich leider nicht zeigen. Die Collage ist so geil. Was kostet die denn? Was kostet die? Ah, das ist doch überkrass. Was kostet das denn? Euro oder so. Kauf ist eh besser. Aber sowas. Was? Ich finde, ich sollte sowas machen, oder? So Dessous? So eine geile Dessous. Dessous-Firma? Ja, Mann. Komm, machen wir. Boah. Ich organisiere dir alles. Schießt, ich organisiere alles dann und du machst. Ich habe dir, Freundin, so eine geile Unterwäsche.
Zeig mal, wie geil ist die? So geil. Zeig mal nochmal, wie geil. So geil. Zeig mal nochmal. So, weil ich so geil, nicht mit Bewegung. Zeig mal nochmal. Zeig doch mal nochmal, wie ja, geil. Ja, Umfang soll ich zeigen, oder was? Zeig mal so. Hier. Zeig mal. Hier ist der Umfang. Aber nur im Schlafen so. Danach ist schon stabil, Digga. Ah!